Eure rasende Reporterin wird heute selbst aktiv und versucht mit Rückschritten weiter vorzukommen. Eine spannende Sache. Mal schauen, wie das wird. Es geht früh los. Der Gute hat sein Warm-up anscheinend schon hinter sich, aber bevor es mit meinem Training losgeht, will ich erstmal schauen, wie es am Ende so aussehen soll. Stopp, stopp, wie sieht's denn aus, wenn man es jetzt rückwärts spult? So, läuft, sag ich mal, ne? Jetzt will ich aber selbst mal ran. Die allerwichtigste Regel, die Fußspitzen entgegen der Laufrichtung zu zeigen haben. Das erste ist, wir rennen in relativ kleinen Schritten rückwärts. Zuerst ich 10 Meter und dann auf Kommando drehst du dich um und dann rennst du rückwärts. Ich passe dann auf dich auf, dass niemand hinter dir ist und let's go. Genau, wichtig ist, die Arme mitnehmen und große Schritte nach hinten. Das ist ganz komisch. Thomas Dold. Mein Name, 31 Jahre alt und letztens erst noch Weltmeister im Rückwärtslaufen geworden. Ja, die Arme, die passen super schon. Okay, geht? Ja, können wir gerne sonst nochmal machen. Vorwärtslaufen, nur andersrum. Also alles andersrum. Und dennoch wird es beim Rückwärtslaufen viel schwieriger, habe ich manchmal den Eindruck. Die Gelenke werden eigentlich viel weniger beansprucht. Es gibt nicht diesen Impact vom Aufprall beim Vorwärtslaufen. Und dadurch ist eigentlich viel, viel gelenkschonender als Vorwärtslaufen. Cool, wir können ja einmal Slalom durch die Stangen machen. Und es senkt natürlich total das Verletzungsrisiko, weil der Körper so ein bisschen mehr in Balance ist. So Vorder- und Hinterseite richtig ausgeglichen. Merkst du es jetzt so langsam auch im unteren Rücken? Nee, immer noch nicht. Du bist gut trainiert. Und ja, ich glaube, ich hatte so den Eindruck, dass es ja schon Spaß gemacht hat. Und quasi den Fortschritt in der Koordination, den man rückwärts erlangt, davon profitiert man vorwärts auch. Und ich glaube, das könnte ein großer Benefit für Sie sein. Ja, warm laufen vor dem Wettkampf laufe ich mich auch die meiste Zeit eigentlich vorwärts warm. Es geht einfach, dass das Herz-Kreislauf-System aktiv ist. Und dann ist aber klar natürlich wichtig, dass ich auch irgendwie ein paar Rückwärtslaufübungen mache, dass ich irgendwie so ein bisschen Koordination rückwärts hopserlauf kann, um so ein bisschen auch neuronal die Sachen zu aktivieren. Das heißt, dass die Muskulatur gut angesteuert wird und dass der Geist auch einfach sehr, sehr wach ist. Sowohl um die Muskulatur anzusteuern, als auch um einfach sehr, sehr aufmerksam zu sein.